Noch jemand ohne Fahrschein? Sehr schön. Oh, noch einer, Alter. Langsam ist er wirklich gut. So, lass mich doch mal gucken. Wir haben den Lichtblitzer noch gar nicht gekauft. Ne? 9 Millionen, das müssen wir uns leisten können. Ja, zuweisen. B. Alter. Okay. Fragt man sich, wie lange wir uns hier aufhalten dürfen. Boah. Kleines Areal, es ist so ein bisschen Spielstrecken, ne? Wenn man so will. Wenn wir kriegen gut Zeug und so, das werden wir vielleicht auch brauchen. Für den letzten finalen Kampf. Ich kann mich täuschen, haben wir jetzt mittlerweile alle Skills und so, alle Zauber? Todessprung haben wir noch nicht. 100.045, das könnte ich mir nicht leisten, wenn es zu teuer wäre. Nein. Okay, es waren 4,5 Millionen. Jetzt sollten wir soweit hier. Hier haben wir alles. Das Spiel hat leider keine Achievements, das wäre das cool gewesen, das hätte ich jetzt gefeiert, aber. Mache ich schon Aua Aua und so und. Willkommen bei der Lichtshow. Schauen Sie rein, aber nicht direkt ins Licht. Junge, Alter, das ist. Also Hack and Slay pool. Das kann das Spiel, das kann man sagen. Also wenn du die richtigen Zauber-Skills, wie auch immer hast, dann geht das eigentlich alles ziemlich gut hier, aber. Ja. Langsam dürfte mal Schluss sein. Heidi, weil ich möchte weitermachen. Storytechnisch. Hallo. Ja, Meter ist fast down, mal sehen, ob noch eine Welle kommt. Ich hoffe natürlich nicht, aber. Welle um Welle. Gibt's hier Kelle. Das war's, zum Glück. Also fast. Alter. Das war. Boah. Da stehen sogar noch Vasen und so. Gut, in den Ecken habe ich mich nicht groß aufgehalten. Ah, sorry.
Wie gesagt, gut, dass ich doch noch weitergespielt habe, sonst hätte ich das hier echt. Ist das dein Ernst, Kollege? Was soll's? Was soll's? Die Säulenhalle erledigt. Unterirdische Halle. Und da kannst du mit Pistolen-Upgrade Level 3 besiegt werden. Was? Ernsthaft? Klicken Sie zweimal. Das ist. Achso, ich verstehe. Das wird wahrscheinlich. Oder sowas sein hier. Nein. Ach, wenn der die Fresse aufmacht oder was? Echt jetzt? Drücken Sie XX und schießen Sie auf die Timing an. Aber was ist, wenn ich Pistolen-Upgrade Level 3 gar nicht hätte? Hunderttausend, oder? Echter Trigger. Dieses Monster kann nur mit Pistolen-Upgrade Level 3 besiegt werden. Drücken Sie zweimal in Folge LMT und schießen Sie mit RMT. Drücken Sie XX und schnell. Warte. Bleib mal hier. Das verstehe ich nicht. Ah, ich verstehe. Das hatte ich zwischendurch schon mal. Ich habe nicht immer gefragt, was das ist. Wenn es einmal laut ballert. Ich dachte, das war mein Fehler. Zweimal so mit den Schwertern drauf und dann mit der Gun mit ihm eins reinsägen. Bleib doch mal hier. Wenn der mal nicht so rumzappeln würde, ne? Ist ja jetzt. Boah, ist das ätzend. Ja, das ist nichts, was ich brauche in einem Spiel, sowas hier. Ich
Bleib doch mal hier. Heinz Günther. Wie viel steckt er denn von der Scheiße ein? Boah. Jetzt mal im Ernst, was soll denn das? Halt doch endlich mal um. Ah, ich sehe unten das Meter, okay. Boah, lästig. Einfach nur lästig, sorry. Das ist wieder so ein Ding, das brauchst du nicht im Spielen. Schön, dass es geht, aber es sollte nichts geben, wo du einfach, du musst es unbedingt so machen, um den Gegner loszuwerden, Alter. Uff. Ausgang. Ausgang. Jetzt habe ich die Orientierung verloren, wo es weitergeht. Ah, wahrscheinlich renne ich genau dahin, wo ich herkomme. Ja, ich bin klar. Na, Hauptsache, der Kollege ist nicht wieder da. Nee. Oh, Gott sei Dank. Ufts. Oh, das sieht nach Final Countdown Boss Gedöns aus. Das könnte jetzt tatsächlich der letzte Kampf werden. Also so wirkt es jedenfalls. Oh, da ist er wieder. Es ist aussichtslos. Nichts kann die Finsternis aufhalten. Doch, ich. Ich werd's versuchen. Selbst der Tod hält mich nicht auf! Da wär ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Dann los! Warum kann ich das im richtigen Spiel nicht, hä? Warum kann ich das nicht? Finale. Ja, da haben wir unsere Bestätigung. Zuweisung. Oh, wartet mal, da habe ich ja Erdbe-Lichtstrahl. Oh, er kommt mir wieder mit der Einfrierscheiße, na großartig. Au! So ein Arsch. Meine Kräfte wachsen immer weiter. Du kannst nicht gewinnen. Ja, warte. Ich muss mal Heilung holen und dann mal gucken, wie ich dich platt mache. Ach, das hält. Au. Okay. Wenn ich. Au. Darf ich? Danke. Boah.
Hallo. Oh, alt. Meine Kräfte wachsen immer weiter. Du kannst nicht gewinnen. Ich hab schon mal gesagt, dass dieser Einfrier-Scheiße nervt. Lass mich das mal bitte umliegen, nicht starten. Zuordnen. Lichtblitz. Da. Nee. Lichtstrahl. Da. Nee, so rum. Böse wird es in meiner Welt nicht mehr geben. Boah, das ist ganz schön ätzend, ne? Wie gesagt, mit diesem. Er hat Attacken, die einen Stun locken und. Boah. Schaden machen ohne Ende, also. Ich glaube, das ist so eine Art DPS-Race hier auch. Ja, komm, Alter. Komm mal klar, Kollege. Oh, Alter. Du zwingst mich dazu. Oh. Junge. Was ist denn das für ein unschärfer... Also wirklich, diese unfaire Scheiße ist das. Vor allen Dingen, das juckt ihn nicht mal. Sollen das? Also das ist wirklich unfair. Okay, 50% down. Na, mal gucken. Könnte werden, ja. Meine Mächte werden sich zermachen. Meister, lass die Scheiße. Der macht ein Damage, das ist nicht mehr schön. Und so viel Heilung, wie ich jetzt die Kacke für brauche. Ich muss den so schnell wie möglich downkriegen, weil wenn ich keine Energie mehr habe, um mich zu heilen, dann kann ich das hier vergessen. Dann ist der Bosskampf passé. Dann kannst du das knicken. Ja, das ist schön für deine Kräfte. Komm, Kollege, mach einen Abflug. Ist vorbei. So. Aus die Mickey Maus. Keine Ahnung, was er überhaupt wollte, sollte, wo er herkam. Ja, die würde ich mal nicht wegschmeißen, sonst bist du die gearschte Mädel. Hat sie ihn jetzt abgemurkst, oder? Oh nein. Was hab ich nur getan? Scheiße gebaut? Könnte ich doch nochmal neu anfangen. Okay. Das ist ja ein Scheißende. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Okay.
Wie, das war's jetzt? Was? 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 Echt jetzt? Moment. Ja, ich leg mal Controller zur Seite. Was soll ich sagen? Ich hab's jetzt doch noch durchgespielt. Was war das jetzt für ein Ende? Hä? Könnte ich doch nochmal neu anfangen? Buff. Title Screen. Was? Hä? Ich habe ja schon Spiele durchgespielt und dachte mir so, okay, aber hä? Oh, ich kriege mich gerade nicht mal ein, es tut mir leid. Naja, jedenfalls war das jetzt X-Blades. Mein Plan ist wahrscheinlich wirklich Blades of Time. Ich weiß noch gar nicht 100%. Vielleicht fange ich ja noch was anderes an. Wir gucken mal. Ich komme gerade nicht drüber weg, ey, über das Ende. Es ist, naja, aber auf jeden Fall mal die Credits mal laufen lassen, damit die Gebühren gefeiert werden, die das Spiel entwickelt haben. Nee, also Spaß beiseite. Auch nach all den Jahren, ich dachte, ich hab's mal gespielt, aber nie durch, glaube ich. Es macht Spaß, aber es hat doch den einen oder anderen Frustmoment. Ne? Habt ihr ja gemerkt, wenn ihr es komplett verfolgt habt. Und ja, wir haben jetzt nochmal anderthalb Stunden, sind Pi mal Daumen 4 Folgen. Vorher waren es 7. Ah, reicht eine Weile. Reicht eine Weile. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession vor dieser schon erzählt. Ich habe demnächst so ein bisschen Zeitnot in Anführungszeichen. Also ich habe da keine Zeit, was aufzunehmen in so 2 bis 3 Wochen. Deswegen produziere ich jetzt großartig was vor. Das werde ich in Skyrim auch nochmal erwähnen. Und da sind die Credits schon vorbei. Und das heißt, ich werde jetzt wirklich, wirklich lange im Voraus vornehmen, weil danach habe ich nochmal eine Woche dazwischen oder so und dann habe ich noch wieder keine Zeit zum Aufnehmen. Ergo, boah, doof. Mal gucken, wie lange X-Blades jetzt reicht. Also ich werde wahrscheinlich bis, wir haben jetzt Anfang Oktober, wir haben heute den 3. Ich werde wahrscheinlich bis Ende November vorproduzieren, Mitte, Ende November. Also 4 Wochen. Und dann gucken wir mal. Ist eigentlich nicht sonst so 1-2 Wochen mal im Voraus ist gut, aber mal gucken, wie weit ich komme. Und dann auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ich es doch noch durchgespielt habe. Und wir sehen oder hören uns dann im nachfolgenden Projekt. Ich denke mal, es wird Blades of Time werden. Ich bin mir nicht 100% sicher. Vielleicht doch nochmal was anderes. Und dann nach Blades of Time. Mal gucken, was kommt. Aber auf jeden Fall läuft Skyrim noch eine Weile. Und wenn ich die Zeit finde, kommt auch irgendwann demnächst wieder Minecraft. Es tut mir leid, dass es bis jetzt ausgefallen ist. Es ist zwar ein random Projekt, aber ich möchte unheimlich gerne spielen, aber ich pack einfach es nicht, eine Aufnahme fertig zu kriegen, weil Arbeit macht mich alle. Ich bin froh, dass ich überhaupt reguläre Projekte aufnehmen kann und nicht komplett zersägt werde. Und dann zwischendurch Privatleben und. Naja, sei es drum, bevor ich wieder alles verquatsche. Bleibt gesund, wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal, wie das Projekt auch immer aussehen mag. Alt wie neu. Bis dato, reingehauen.